Servus, grüßt euch und hallo und herzlich willkommen zurück in 7 Days to Die. Hier beim Trader durch. Ich habe jetzt auch mal keinen neuen Auftrag angenommen, weil Level 2 will ich jetzt noch nicht. Da will ich erstmal ein paar geile Schusswaffen für haben. Dann gehen wir jetzt erstmal so on the loot. Ey, die andere Traderin, die ist mir zu weit weg. Aber das werden wir vielleicht irgendwann auch mal in Angriff nehmen. Auf jeden Fall haben wir 7000 auf Tash. Das ist ungefähr immer so der Preis der AK. So, mal ganz kurz oben gucken. Wird ja wohl nichts einstürzen, wenn ich da noch zwei drauf baller, oder? Ich hab's schon wieder alles vergessen. Tau. Die Filter haben wir zu. Ah ja, Kunststoffabfall 100, ob wir die schon wieder zusammen haben? Klebeband hätten wir 4. Also, ne? Einmal 4. Mehr können wir auch nicht machen. Ja, Kunststoffabfall haben wir auf jeden Fall genug. Für einen. Dann können wir uns davon einen bauen. Dann müssen wir wahrscheinlich sozusagen fast gar keine Pippi mehr großartig sammeln. Und guckt's euch an. Hier ist sie. Wir haben die Werkbank. Yippie! So, wie gesagt, erstmal gucken. Ich weiß nicht, ob die auch anders aussieht. Ja, sie sieht anders aus, aber sie ist zum Glück immer noch zwei Felder breit. Ja, dahin und dann da die Chemiestation hin. Da werde ich dann irgendwann im Laufe der Zeit. Da muss dann auf jeden Fall ja so Ressourcenkiste hin und Engineering. Ja, ganz kurz wenigstens ein bisschen durchgucken. Aber geht schon so einiges, ne? Ja, das sind diese ganzen selbstgebauten, die baue ich mir nicht. Ist auch geil. Schrotflinten-Türöffner-Geschoss. Ja, von den wirklich richtig guten Sachen können wir natürlich noch nichts bauen. Werkzeuge. Wissenschaft. So, jetzt mal glotzen hier. Mechanische Teile. Ja, Klebeband haben wir leider auch nicht genug. Da brauchen wir dann nochmal Klebeband und mechanische Teile. Und fürs Fahrrad dann auch nochmal. Ja, die Räder haben wir auf jeden Fall schon zusammen. Dann sollten wir eigentlich noch ein bisschen schrauben. So, pieken wieder dahin. Den Tausammler stellen wir erstmal auf. Ja, wir sind piek erstmal wieder kurz raus. Daneben passt keiner mehr, ne? Nö. Da steht da über. So, aber den nächsten. Hier. Bevor die, wenn ich on the loot gehe, voll sind. Eingesammelt. Klappe zu. Saufen. Apropos saufen. Okay, es sind hier immer noch die Dinger am Start. Machen wir erstmal das Saufen. Danach kannst du die weitermachen. Ich denke mal, wir kommen erstmal mit Bacon und Egg aus hier. 762 muss noch weg.
Klar, ich habe jetzt nur 2 Tee mit. Dann schrauben wir erstmal hier in der Ecke rum. Und machen uns dann nochmal Tee so zwischendurch. Reparieren. Ein Auto haben wir gleich hier vorne. Gleich auch wieder ein paar Stofffetzen für unser Klebeband. Da, weg ist es. Das will ich jetzt nur mal wissen. Was ist mit dem Ding da oben? Okay, das schon mal nicht. Aha, aber den kann er. Das gibt auch mechanische. Habe ich jetzt den Stahl von hier gekriegt? Oder von dem Ding, was ich zerschlagen habe? Nee, das scheint von hier zu sein. Da kann man ein bisschen Stahl sammeln. Der ist ja nicht schlecht. So, den LKW da, den wir auf jeden Fall noch haben. Der dauert bestimmt lange, oder? Ja, der hat dann schon. Er ist halt schon angeschlagen. Da ist schon wieder 15 mechanische zusammen. 17. ...19 schon wieder. Sehr schön. Ich denke mal, hier können wir wieder ordentlich Electrical einsammeln. We are dead. Hier gibt doch bestimmt auch noch mal ordentlich Electrical, oder? Ja, dann halt. Schwede, Ausdauer weg. Auf jeden Fall vor Einbruch der Nacht, ein bisschen wirklich vorher, muss ich zur Mine. Damit ich mich da am Tage noch ein bisschen nach unten buddeln kann. Und dann, damit wir was haben, was wir in der Nacht machen können. Die Nacht bietet sich immer an, um Ressourcen zu sammeln. Das hier auch noch? Ja. Und das da unten? Ne, das da nicht mehr. Es gibt auch mechanische, ne? Ja, ihr könnt es mal ein bisschen pushen, wenn wir ein bisschen länger schrauben können. Mal ein Saufen. Hat jetzt keinen Bock auf Pike zu wechseln. Ah, war ganz gut Parts eingesammelt bis jetzt. Das da oben würde wahrscheinlich auch noch gehen. Das reicht mir erstmal. Mal gucken, was das Wasser macht.
ist nämlich fetch. Nächste Route ansetzen hier. Da kommen jetzt nochmal jede Menge Zeit oben drauf. 11. Hey, Holz geht aus. Also, die sind auch unterwegs. Sonst haben wir dafür nichts. Ja, das ballern wir gleich wieder hier rein. Route weg. Schrauben schenke ich mir jetzt erstmal. Dann gehen wir on the loop. So, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wo ich reingehe. Da gibt es halt auf jeden Fall einen Hund. Also mindestens einen. Da ist so eine riesige Working Stiff Hall. Es würde sich ja vielleicht anbieten, ne? Da ist bestimmt auch irgendwo ein Hund. Den hatte ich sogar noch nicht, wo ich hier schon ein paar Mal vorbeigerannt bin. Da ist unser nächstes Forge-Buch. Sehr schön. Ein bisschen Müll. Und das nächste Buch ist ja wunderbar. Reparaturwerkzeuge. Ja, schade, dass da nicht die nächste Stufe gekommen ist. Jetzt mal ganz kurz gucken. Da ist die Hundehütte. Also ist hier auch irgendwo ein Hund wahrscheinlich. So, so. Ja, hier kommen wir wunderbar auf die Mauer rauf, falls irgendwas passiert. Hey Köter, wo bist du? Du tümpelst hier bestimmt irgendwo rum. Die ist auf jeden Fall offen. Ich gehe kein Risiko ein. Vielleicht ist der Weg da hinten hin zu weit. So. Wir haben auch nochmal einen Weg weg. Die könnt ihr vielleicht brauchen zum Türen aufschlagen. Pöppi. Pöppi. Ich wollte gerade sagen, kommt auch schon einer raus, ne? Irgendwo hat es noch gekracht. Da kommt noch einer. Ich hänge hier fest. Den haben wir. Oh, da hat kurz vorher nochmal einen Schritt zur Seite gemacht. Oh Gott, an beiden vorbei. Legst du ihn nieder. What? Den haben wir. Oh Gott. Ey, so scheiß Wackler, ey. Wo ist er? $10 und da ist er.
Ja, ich hab's ja gewusst, dass hier irgendwo ein Köder ist. Oh, das ist mal ziemlich prickelnd, wenn er so steht. Jetzt bleibt doch mal ruhig. Ey, da konnte er mich fast anhacken. Komm mal hoch hier, kriegst du einen Hammer. So, mal kicken, ob da noch irgendwo ein Köter rumdümpelt. Jetzt brauche ich natürlich das Messer. Geschossen. Da ist anscheinend zum Glück nichts mehr. Naja, erst da rein, dann über das Brett rüber. Wendeltreppe hoch. Sehe ich erstmal keinen mehr. Katzenfutter! Cooking Bock. Hab ich zwar gleich eingesagt, aber das lesen wir natürlich gleich. Kommen wir da eigentlich schon wieder die nächste Stufe hoch? Und so ist es! Steak mit Kartoffeln freigeschaltet. Vierer Alteisenschienen. Den müssen wir gleich erstmal anziehen. Quatsch. Dann werden wir natürlich wieder ein bisschen langsamer. Boah, die sind selbst schon 50 wert. Aber wir sind auf jeden Fall ein bisschen besser gepanzert. So, da soll man hochspringen. Gibt's hier unten noch was? Zombie. War nur Puppy. Ein Täschchen. Aha, da drüben könnte es ja nochmal Bücher geben, ne? Das müssen wir natürlich erstmal auschecken hier. Regal. Und da haben wir was. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Robotik. Und da haben wir die nächste freigeschaltet. In selbstgebauten Stab Qualität 2. Guess was hier aber? Leiter hoch. Na, irgendwo ein Geier versteckt. Da geht's dann wohl wieder rein. Nochmal ein bisschen Money. Ah, Pistolenteile. Das ist nicht schlecht. Na, liegt hier irgendwo einer rum? Ich komme halt auf jeden Fall hier wieder weg, falls irgendwas passiert.
Ja, da geht's auch schon los. 1, 2, 3. Irgendwas Ferales dabei. Nö, alle normal. Kommt ihr hier auch hoch? Oh, doch. Falschen getroffen. Er ist immer noch Agro. Den aber. Da legst du ihn nieder. Pfeil er hier. Der andere dümpelt wohl noch unten rum. Hat sich da irgendwie in dem Regal festgehangen. Kommt da bestimmt nicht mehr raus. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Doch, da an den Arm. Digga, hier bin ich. Achso, ist die Mülltonne, die draußen ist. Ich wollte gerade sagen, hier muss doch irgendwo eine Mülltonne sein, wenn die Fliegen hier rumfliegen. Lala. Das Buch haben wir aber schon. Wieder was zum Verkaufen. Da ist ein Knöpfchen. Ich denke mal, da geht das Ding hier auf. Ey, da war nochmal Nahrung. Ey, wieder ein Cooking Bowl. Juckersaft-Smoothie ist freigeschaltet. Und wir haben doch schon diese Schneebälle, ey. Hohoho, das beste Getränk ever. Ja, oben ist der Hauptraum. Also sozusagen. Bricht doch gleich die Hölle hier los. In den Fässern ist immer irgendwie nichts. Irgendwas Ferales dabei. Im ersten Blick nicht. Boah, der ist doch durch ihn durchgeflogen, ey. Ja, die mögen dieses Regal irgendwie. Was? Auch durch ihn durchgeflogen. Leg dich nieder. Dann seid ihr Zombies, ey. Aber richtige Zombies. Level up. Wunderbar. Schön den Helm erstmal vom Kopf gehauen. Also die Bauarbeiter, weiß ich nicht, die sind ein bisschen geiler drauf wie der Mechaniker. Der Mechaniker, der kriegt es nicht geschissen, hier hochzukommen. Und jetzt? Ey, Digga! Hast du es geschafft oder was? Alles her hier. Tja, ob der Raum jetzt schon frei ist?
Okay, Kiste auf jeden Fall. Wieder ein Drahtwerkzeug. Das gibt immerhin 40 Kröten. Oh, hier kann man auch wunderbar auseinanderschrauben. Gibt es keine Kiste mehr. Da oben noch was ist. Kleber brauchen wir sowieso. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es das noch nicht war. Bisschen Müll. Das war's hier auch, ne? Ja, komm hier, Leder. Zwar mehr mit dem Tool, aber das habe ich jetzt nicht mit. Oh, ist nichts. Ah, ich wusste doch, dass es das noch nicht war. Jetzt dürften die aber da oben mal beim Hauptraum aufgewacht sein. Die Hammer. Ach komm. Ach komm, das war auch ein Treffer. Erzähl mir nichts, du scheiß Wackler. Hier mindestens noch. Dann noch hinterm Zaun. Durch Zäune war irgendwie. Ging glaube ich nicht, ne? Doch. Ja, du bist auch weg. Schön oben wieder die Schädel weggeplatzt. So, was ist das denn jetzt? Nee, nee, irgendwas ist noch. Der ist aber auch normal. Weg mit dir! Das ist auf jeden Fall eine Working Stiff Kiste. Was ist Judith? Oh, zwei Bücher. Yippie. Elektrische Handwerksfertigkeiten. Und Fertigung von Vorschlaghämmern. Oh, Qualität 4. Yippie. Nochmal von der anderen. Alter, sind auch überall noch Kisten, egal. So, erstmal hier gucken. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr, ne? Da kann natürlich schon irgendwie oben drauf ein kleines Täschchen oder so sein. Einmal mal kurz glotzen. Ich aber nichts sehen. Oh, noch ein Bücherregal. Geil. Und in dem Aktenschrank ist auch noch was drin. Und da ist sogar ein Buch drin. Wieder ein Forge. Ne, Erntewerkzeuge. Ja, sehr schön. Qualität 2. Da ist nochmal Medizin. Wieder ein Schmerzmittel. Ein Recock. Nochmal Schienen.
Geil, geil, nächste Erntewerkzeuge. Es läuft, es läuft, es läuft. Und was haben wir denn hier? Arbeitsstation, die nächste. Super. Geile Halle. Wir müssen eigentlich noch Pfeile liegen. Okay, haben sich wahrscheinlich mittlerweile in Luft aufgelöst, oder? Ich konnte nichts sehen. Ja, die sind ja eigentlich alle schon wach, ne? Also, ne, mittlerweile sind sie natürlich schon wieder down, aber. Was ist das? Wo kommen die denn jetzt her? Da unten kommen noch mal welche raus. Und nur fünf. Ab da unten. Haben die sich im gegenseitig gehauen? Alter, kommt sogar ganz über. Der kann nämlich. Alter! Leck bekommen! Und einen Schlag! Drecksau! Der ist zum Glück erstmal runtergefallen. Die springen alle runter. Oh, es leckt. Knapp daneben ist auch vorbei. Und da kommt schon wieder der Kotzer. Und der ist down. Sehr schön. Jetzt kommt der hoch. Mit Loot. Den haben wir auch. Pfeil einsammeln. Die auch gleich weg sind. Oh nein! Schön den Schwinger daneben gehauen. Neunzehn Pfeile. Naja, nichts Dickes. Tja, futtern. Saufen. Mal da. Was ist denn hier los? Gleichzeitig noch eine Horde, wa? Ja. Also 20 Uhr gleich. Alter, nur die Fettis hier. Und ein Geier. Er ist jetzt natürlich echt scheiße, Alter. Er hat ja keinen Bock, irgendwie eingekesselt zu werden. Und hat nur noch 19 Pfeile. Knapp daneben ist auch vorbei. Bogen kaputt. So, dann haben wir hier aber das Ende der Folge erreicht. Wie das hier weitergeht mit der Horde da unten und ob ich den Hauptraum noch an diesem Tag hier looten kann, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis denn und ciao.